liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Willkommen zu einem niegelnagelneuen Let's Play-Projekt. Ihr seht es, Imperialismus 2, die Eroberer. Eines der guten alten Spiele, die ein bisschen zu Unrecht vergessen worden sind, die noch sehr gut spielbar sind und nach wie vor zum Besten gehören, was jemals im Bereich Rundenstrategie erschienen ist. Ja, diejenigen, die mein Vorgängerprojekt hier, Imperialismus 1, mein Let's Play verfolgt haben, werden sich vielleicht ein bisschen überrascht sein, weil ich mich da ein bisschen abschätzig zu Imperialismus 2 geäußert habe. Ich muss jetzt zugeben, das beruhte wirklich auf Vorurteilen, denn ich habe mir das damals, als das rausgekommen ist, 1999, nicht wirklich vertieft angeguckt. Ich habe es eher beiseite gelegt, weil es nicht mehr im 19. Jahrhundert spielt und auch nicht diesen speziellen Humor mit der Zeitung dort hatte. Ja, so oberflächlich war ich da und habe es beiseite gelegt und bei mir abgespeichert, irgendwie ist schlechter geworden. So, und jetzt haben mich Zuschauer darauf hingewiesen, ich sollte mir das nochmal anschauen. In Wirklichkeit ist das Spiel besser als Teil 1 und ich habe es mir angeschaut und ich muss den Zuschauern recht geben. Es ist tatsächlich von den Spielmechaniken nochmal richtig besser verbessert worden. Besser verbessert, wie auch immer. Also, sie haben das Micromanagement sinnvollerweise an bestimmten Punkten gestrichen. Sie haben dafür Spielmechanik vertieft. Man hat noch mehr komplizierte Entscheidungen zu treffen. Man muss ständig abwägen und vor allem auch, ich sag mal, im Mid-Game und Late-Game bleibt es dadurch interessanter. Ihr werdet das gleich sehen. Wir können aber eigentlich erstmal richtig reinstarten und dann sehen wir auch schon die ersten Veränderungen, denn das Spiel spielt jetzt nicht mehr im Jahr 1830 oder so, sondern wir beginnen im Jahr 1502 und wir erleben so die Epoche bis, ja, ich glaube bis 1800, so in etwa, oder 1850 sogar, also bis zum Beginn der Industrialisierung. Das Zeitalter der Kolonialisierung ist das Thema. Wie könnt ihr das Spiel kaufen? Es gibt es bei Good Old Games für etwa 5 Euro, also wirklich zu einem Spottpreis. Allerdings nur die englische Version dort. Wenn man die deutsche spielen möchte, so wie ich hier, dann muss man schon auf irgendwie Gebrauchtwarenmarkt zurückgreifen, also eBay oder so. Ich habe jetzt hier tatsächlich eine schöne Original-Papp-Version gefunden, Pappschachtel mit dem Forschungsbaum, mit den Terrainkarten, mit einem schönen Handbuch und so weiter für 30 Euro. Es gibt es aber schon günstiger. Da gab es auch Gold in so einem Sammeldingern, so eine Version, so einzelne CDs kriegt ihr schon so, auch so für 10 Euro. Ja, das dazu. Wir starten gleich durch. Ich will hier bei den Optionen noch eine Sache einstellen. Man kann Materialien automatisch produzieren lassen, wenn man vergisst, alle Arbeitskräfte einzustellen. Das werde ich anstellen. Ja, das ist aber, in der Regel vergisst man das nicht, aber so eine kleine Sicherheitslinie. So, und wir starten ein neues Spiel und da kommen wir schon zu einem hochinteressanten Punkt. Denn, wie beim ersten Teil, gibt es generierte Karten. Man kann aber auch, wie beim ersten Teil, mit einer historischen Karte spielen. Und das ist diesmal besonders interessant, weil zwar die alte Welt historisch ist, aber die neue Welt, die sich hier irgendwo befindet, die wird prozedural generiert. Und das, da erleben wir schon ein Feature, das wir dann später bei Europa Universalis 4 dann auch wiederfinden. Also die generierte neue Welt. Und weil das ja wirklich ein schöner, ja, Sandbox- und Zufalls- und Neuigkeitscharakter hat, werde ich diesmal mit der historischen alten Welt spielen. Das erscheint mir gerade beim Zeitalter der Entdeckung besonders atmosphärisch. Das ist das Erste. So, jetzt ist die Frage, welche Länder kann man spielen, welches Land spielen wir? Also man kann spielen Schweden, England, Holland, Spanien, Frankreich und Portugal. Das sind die Länder, die man spielen kann. Es gibt auch wieder kleine Nationen und zwar, naja, ihr seht es hier, die in Grau, also Schottland, Irland und hier Dänemark, Deutschland, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich Schweiz und Italien. Das sind die Minor Nations. So, und jetzt muss man bei der Auswahl des Landes eine nächste wichtige Veränderung, Neuerung beachten, nämlich, was ist eigentlich das Spielziel? Ihr werdet euch erinnern, im ersten Teil, falls ihr es gesehen habt, sonst sage ich es euch jetzt nochmal, da gab es alle 10 Jahre so ein Konzil, so ein Gouverneurskonzil und am Ende musste man die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen, auf diese gesamten Map. Das ist jetzt hier nicht so. Es gibt kein Konzil, es gibt keine Wahl. Es zählt die Zahl der Provinzen in der alten Welt. Man muss mehr als die Hälfte der Provinzen besitzen. Das kann man auf diplomatische Art und Weise oder auf kriegerische Art und Weise hinkriegen. In der alten Welt. Das ist ein sehr, sehr interessantes Feature. Das heißt nämlich, dass man
die neue Welt eigentlich nur dazu braucht, um Macht und Ressourcen zu bekommen für die Kriege in der alten Welt, so wie es gewissermaßen historisch auch war. Das heißt, wenn man das größte Kolonialreich ist, heißt das noch nichts in Bezug auf die Siegbedingungen. Das finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr interessantes Feature und das macht das Spiel auch länger spannend, weil man nicht ja, so schnell gewinnen kann, glaube ich, wie bei Imperialismus 1. Ja, jetzt ist die Frage, welches Land nehmen wir? Und das Interessante hierbei ist, dass die Länderwahl schon auch eine Schwierigkeitswahl ist, weil die Länder natürlich unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Anzahl von Provinzen haben und unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung haben. Zum Beispiel, Frankreich hat 15 Provinzen mit hier diesen entsprechenden Ressourcen, Spanien 14, sie haben hier noch dieses niederländische Spanien, Portugal 4, Holland 6, Schweden 11 und England hat 8. Ich möchte es mir nicht zu einfach machen, allerdings auch nicht zu schwer, deswegen würde ich eher so ein mittelgroßes Land wählen. Also Frankreich und Spanien nehme ich nicht. Ich möchte aber auch nicht Portugal oder Holland nehmen, das ist mir zu klein. Schweden oder England und da finde ich dann doch irgendwie atmosphärischer, England als Kolonialland zu nehmen. Und ja, also insofern ist die Wahl getroffen. Ich weiß, ich habe bei anderen Spielen auch schon mal häufiger England genommen. Aber ich denke, das tut hier nicht zur Sache. Das ist nochmal wieder was ganz anderes. Wir nehmen also England mit 8 Provinzen deutlich den Franzosen unterlegen. Aber in einer interessanten strategischen Position, da kommen wir gleich dazu. Okay, soweit dazu. Dann können wir noch den Schwierigkeitsgrad auswählen. Ich nehme eigentlich normal, will euch aber noch zeigen, was hier bei Benutzer angepasst möglich ist. So, Platz für Stadt wählen, das ist ja London, weil das historische Karte ist, spielt das keine Rolle. Es gibt Zufallsereignisse. Ansonsten gibt es ein komplexes oder einfaches Nahrungsmittelsystem. Wir nehmen natürlich das Komplexe und bei Luxusgütern genauso. Was das bedeutet, werde ich euch noch erklären. Hier gibt es bestimmte Boni, das lassen wir alles mal bei normal. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel noch nie irgendwie gewonnen oder durchgespielt. Ich habe jetzt ein paar Stunden mal angespielt in Vorbereitung des Let's Plays. Man kommt ganz gut rein, wenn man Imperialismus 1 kennt, aber die Strategien, und das macht es auch wirklich interessant, sind völlig andere. Man muss am Anfang völlig anders agieren, deswegen will ich mich auch nicht übernehmen. Also hier nehmen wir alles normal, das kann man alles individualisieren. Eine Sache ist noch interessant, das möchte ich euch zeigen, Spielerrollen. Hier kann man nämlich, ja wie soll ich sagen, historische Spielerrollen festlegen. Das heißt, Spanien wird, wenn wir also das nach Land festlegen, tatsächlich so eine aggressive Cortez-Strategie fahren. Bei zufällig wird das dann gemixt. Ich mach mal historisch. Ich denke, das ist okay. Bin mal gespannt, was historisch Schweden ist. Naja, gut. Alles andere lassen wir so auf den Voreinstellungen. Will ich jetzt auch nicht weiter erklären. Okay, gut. Soweit dazu. Wir gehen zurück und starten dann ins Spiel. Oh Leute, ich freue mich richtig auf dieses Spiel, weil boah, was ich jetzt schon so mitbekommen habe, ist das richtig gut. Okay, wir sind in England angekommen. So, die Bedienung und so weiter ist alles ähnlich. Bestimmte Figuren sind auch ähnlich. Ich werde jetzt in den ersten Folgen immer mal auf ein paar Sachen hinweisen, die anders sind oder neu sind. Verzeiht das, aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil ich weiß, viele haben Imperialismus 1 geguckt und viele waren auch Fan des Let's Plays und ich denke, das ist ganz praktisch. So, bevor wir in diese Detailüberlegung, was jetzt den Aufbau der Ökonomie betrifft, möchte ich gleich mal ein paar große Linien festlegen, was jetzt ja, unsere Strategie hier in der alten Welt betrifft, unsere diplomatische Strategie vor allem. Also Ziel ist es am Ende, mehr als die Hälfte der Provinzen zu haben. Das kann man sich auch anzeigen lassen. 42 Provinzen müssen wir halten und so ist der Stand. Ja, genau. So, wir müssen also da dafür diese Minor Nations wieder unter unsere Fittiche bekommen und wir müssen ganz sicher auch Krieg führen gegen andere Großmächte. Das ist ganz klar. So, wir sind als England natürlich in der privilegierten Lage eines Inselreiches. Das heißt, wir werden ein starkes Flottenspiel machen. Wenn wir eine starke Flotte haben, heißt das, dass wir uns hier ziemlich absichern können und vielleicht eine nicht ganz so starke Armee brauchen, zumindest hier in der alten Welt. Schottland ist natürlich ein schönes Ziel. Man muss bedenken natürlich, bei jeder Annexion, bei jeder Gebietsausweitung
verschlechtern sich die Beziehungen zu allen Ländern. Also man muss das in einem entsprechenden Timing geschickt machen. Ich denke, wir werden am Anfang Irland und Dänemark als Handelspartner auswählen. Da werden wir gleich mal schon Handelsmissionen hinsenden. Oh, nach Schweden wollte ich eigentlich nicht. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch Dänemark. Ja, genau, Dänemark. Und wir werden es auch, glaube ich, mit Schottland machen, um uns als einfach mal eine Option offen zu halten. Ansonsten tendiere ich so ein bisschen dazu, Schottland am Ende nicht diplomatisch zu annektieren. Ich werde auch keine Botschaft aufbauen, sondern tatsächlich den kriegerischen Weg zu wählen. Aber das muss man so ein bisschen vom Spielverlauf abhängig machen. Aber Irland und Dänemark definiere ich jetzt mal als unser Einflussbereich. Und da wollen wir zusehen, dass wir dort schnell die Beziehungen verbessern und möglichst es schaffen, sie diplomatisch zu annektieren. Okay. Die anderen kleinen Nationen, Deutschland, Schweiz, Italien, die lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Da werden sich die anderen sicher drum kümmern. Man muss sich einfach hier ein bisschen konzentrieren. Es ist wichtig bei jeder Handelsaktion, das bringt nämlich diese Handelsmission, die ich hier eingerichtet habe, bei jedem Handel mit diesen Ländern verbessern sich unsere Beziehungen. Das ist ein entscheidender Punkt. So, und jetzt ist die Frage perspektivisch, gegen wen wollen wir eigentlich Krieg führen? Und da ist für mich als erstes Ziel Schweden interessant. Schweden ist vielleicht nicht absolut stark. Also ich rede, das sind jetzt schon, ist schon eine Perspektive in Richtung Midgame, aber man muss das einfach mal entfalten, um eine Strategie zu haben. Schweden ist deshalb interessant, weil es ebenfalls auf dem Seewege abzuriegeln ist. Das heißt, das passt ganz gut an unsere maritime Strategie. Also das wäre sozusagen unser erstes mögliches Ziel als Großmacht, wenn wir dann stark genug sind. Und dann ist die Frage, wir brauchen sicher einen Verbündeten. Und da würde es natürlich praktisch sein, Frankreich oder Spanien zu nehmen. Ja, Frankreich als Verbündeten für England ist irgendwie auch komisch. Naja, müssen wir mal sehen. Einen von den beiden Großmächten hätte ich aber gerne im Boot. Ich weiß aber nicht, ob das realistisch ist. Ansonsten würde sich Portugal oder Holland dann noch anbieten. Das müssen wir einfach mal ein bisschen abwarten. Ansonsten wird extrem viel davon abhängen, was hier in der neuen Welt passiert, wie schnell die anderen sind, wo die hingehen, wo wir Nachbarn werden und wo nicht. All das wird noch sehr, sehr spannend werden. Okay, soweit also zu dieser Situation. Die ersten Sachen haben wir gemacht. Jetzt zur ökonomischen Entwicklung. Jetzt muss ich einfach ein bisschen erklären, was hier anders ist. Eine ganz wesentliche Veränderung ist es im Transportsystem. Und zwar ist es hier, da hat man natürlich keine Eisenbahnen und solche Geschichten, wobei man die später auch bauen kann, aber es wird hier anders berücksichtigt. Es wird, jeder Landweg ist gewissermaßen automatisch und kostenlos, ohne irgendwelche Ressourcen oder Transportmittel. Alles, was man angeschlossen hat, wird auf jeden Fall in die Hauptstadt transportiert, wenn es eine Verbindung gibt. Wenn es eine Straße gibt. Im Moment haben wir keine Straße, sondern im Moment ist nur alles um London herum angeschlossen. Der Clou ist jetzt, und das ist der große Unterschied, und das ist sozusagen da, wo jetzt das Ressourcenmanagement hingekommen ist, was früher bei der Transportkapazität war. Wir können Straßen mit Ingenieuren bauen, aber sie kosten was. Jede Straße kostet was, nämlich einmal Bauholz und einmal Gusseisen. Wir sehen, wir haben am Anfang 5 Bauholz und 8 Gusseisen. Man muss sich also sehr, 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 sehr gut überlegen, wo man jetzt die Mittel einsetzt und wo man baut. Das ist das Erste, was man beachten muss. Das Zweite ist, wenn man eine Straße hat, dann wird erstmal über die Straße immer nur ein Stück transportiert. Man kann aber natürlich die Ressourcenfelder stärker upgraden, ausbauen. Ihr seht es, hier sind schon um die Hauptstadt herum 2er gebaut. Würde ich jetzt zum Beispiel hier eine Straße irgendwie hinlegen und dort eine 2er Bauernhof haben, dann würde trotzdem, weil die Straße noch altertümlich ist, nur 1 transportiert werden. Das muss man auch mit bedenken. Man muss über Forschung erst bessere Straßen erforschen, damit 2 mit transportiert werden. Später kann man noch 4 transportieren. Ich glaube, wenn man Eisenbahn hat, oder nee, 3 auch noch mit besseren Straßen, nochmal besseren und dann mit Eisenbahn 4. Ja, das ist das eine. Und genau, das ist, glaube ich, das Wichtige zum Transport. Ach ja, und man braucht keine Depots mehr bauen, sondern alles, was an eine Straße grenzt, wird abtransportiert. Das ist eine ganz wichtige Veränderung. Also, hier ein bisschen Reduzierung des Micromanagements. Gut, ihr seht, also das sind entscheidende Ressourcen. Nicht nur die Straßen kosten was, sondern auch die Häfen. 5 Bauhaus und 5 Gusseisen. Sie kosten allerdings kein Geld mehr, das ist wichtig. So, und Forts entsprechend. Und wir sehen hier auch das Upgraden der einzelnen Ressourcenfelder kostet was. Die Basis Stufe 1 ist noch relativ günstig, aber dann wird es richtig teuer.
so dass man am Ende wirklich nachdenken muss, was baut man aus, was leistet man sich. Das ist unheimlich teuer. Okay, das ist eine wesentliche Veränderung. Wir brauchen am Beginn vor allem, ihr seht es, Holz und Eisen, Gusseisen. Holz wird natürlich aus Holz hergestellt, also Bauholz wird aus Holz hergestellt. Das erfolgt hier im Produktionsbildschirm. Und ihr seht es, die Stadtansicht mit den Fabriken ist natürlich weg. Hier ist es, läuft es ein bisschen anders. Hier seht ihr, was wir derzeit produzieren können. Wir können mit zwei Schafen einmal Stoff herstellen. Wir können mit zweimal Holz einmal Bauholz herstellen oder Papier. Bronze spielt eine Rolle, aber vielleicht ganz am Anfang noch nicht so wichtig. Mit Kupfer und Zinn und Eisenhütten. Also zweimal Erz sind Gusseisen. Später kommt noch einiges anderes dazu. Das wird sich dann noch ergeben. Das brauchen wir jetzt noch nicht erläutern. Das ist unsere Produktionsübersicht. Ansonsten das Konzept ist eigentlich, was die Arbeiter betrifft und erstmal was die Nahrung betrifft, gleich geblieben. Da gibt es nachher noch kompliziertere Sachen. Dazu kommen wir. Wir brauchen am Anfang, habe ich gesagt, Bauholz und Gusseisen für die ersten Sachen, die wir ausbauen. Und wir müssen Arbeitskräfte rekrutieren und dafür brauchen wir Tuch, ganz wichtig. Ihr seht es, ganz normale Landarbeiter kosten 2 Tuch, was ziemlich viel ist. Ja, so weit erstmal dazu. Also, am Anfang Wolle, Holz und Eisenerz das entscheiden und dazu müssen wir uns jetzt gleich mal die Karte angucken. Wo ist denn was vorhanden in England? Und wir sehen erstmal so grundsätzlich, ich mache mal einen kleinen Überblick. Wir sind einigermaßen gut ausgestattet mit Wolle. Also einigermaßen würde ich mal sagen, da kann man was draus machen. Nahrung, denke ich, dürfte auch kein unmittelbares Problem werden. Was knapp ist, ist ganz offensichtlich Holz. Also im Norden, Northumberland, ist hier das meiste Holz vorhanden. Das heißt, das müssen wir anschließen. Und was die Mineralien betrifft, wir haben Eisenerz hier, dort und dort, aber relativ weit verstreut, nicht in der Nähe von London. Das hat jetzt auch Priorität. Kohle haben wir auch, Gott sei Dank. Also wir haben alles da. Zinn auch. Wir sind eigentlich ganz gut ausgestattet. Ich würde mal sagen, die größte Knappheit ist erstmal im Bereich Holz und dann Eisenerz. Also am Anfang müssen wir Wolle, Eisenerz und Holz ranschaffen. Deshalb ist mein Plan, dass wir als erstes hier eine Straße von London hochbauen nach Yorkshire. Hier südlich dieser Hügel, da nehmen wir die Wolle mit und das Eisenerz und dann von hier aus in den Norden gehen nach Northumberland und diese Holzvorkommen irgendwie mit anschließen. So, aber auf dem Weg dahin will ich noch dieses Eisenerz anschließen. Da reicht es, wenn wir die Straße bis hier bauen, dann kriegen wir auch das Holz noch mit. Und vielleicht auch das, aber ich glaube, wir beginnen einfach mal damit. Gut, deswegen nehmen wir den Ingenieur und der baut direkt jetzt eine Straße. Ja, ich würde mal sagen, ja, ist glaube ich egal, ob wir jetzt so und so oder so und so. Ja, wir bauen sie hier hin. Okay, das ist unser erstes Bauwerk. Den Prospektor brauchen wir im Moment nicht, weil unser Land, unser Heimatland natürlich uns völlig erschlossen ist. Den brauchen wir erst, wenn wir in der neuen Welt erkunden werden. Den werden wir erstmal hier hinstellen und deaktivieren. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit unserem Baumeister? Wollen wir schon was entwickeln? Ich würde sagen, ja. Wir werden hier gleich... Obwohl, das ist jetzt doof. Wenn wir jetzt hier entwickeln, dann können wir dort nicht die Straße in der nächsten Runde weiterbauen, denn der braucht 2 Runden. Deswegen werden wir jetzt, glaube ich, hier entwickeln, weil wir... Genau, da können wir dann die Wolle mitnehmen mit der Straße, die wir dann das nächste Mal dort bauen. Machen wir das so. Also hier entwickeln wir das nächste... Okay, gut. Jetzt haben wir 3 Schiffe. 3, ich weiß gar nicht, die kleinste Schiffsart, Karacken sind das, glaube ich. Und hier kommen wir zu einem nächsten interessanten Punkt. Nochmal zurück zur Transportkapazität. Es ist so, es wird nicht mehr streng unterschieden zwischen Transportschiffen, Schiffen für den Handel und was weiß ich, sondern man hat einfach nur, ich sag mal, eine Gesamtflotte und man entscheidet, je nachdem, wo man die Schiffe stationiert, für was man sie verwendet. Das ist sehr cool. Also, wenn die Schiffe so stehen wie hier, dann sind sie für das Transportsystem und für das Handelssystem verfügbar. Transport bedeutet, wir brauchen Transportkapazität, wenn wir keine Landverbindung logischerweise haben zur Hauptstadt. Das heißt, da geht es um die neue Welt.
Wir nehmen mal diese Karte. Die ist auch hübsch, wie ich finde. Aber wenn wir hier erforscht haben, dann werden wir Ressourcen rüber transportieren wollen. Und dann, ja, dann brauchen wir einfach Transportkapazität. Und das heißt, die Schiffe, die müssen hier im Hafen liegen, damit sie verwendet werden können. Über diesen Bildschirm wird es dann auch geregelt. Dann brauchen wir Schiffe für den Handel. Und auch das sind dieselben, wenn sie dort im Hafen liegen. Und die dürfen einfach dann nicht für den Transport verwendet werden. Die Kapazität, die hier übrig bleibt, die kann dann für den Handel verwendet werden. Auch dafür braucht man natürlich relativ viele Schiffe. So, und dann brauchen wir natürlich Schiffe zum Erkunden und Kämpfen und so weiter. Und da muss man sie rausschicken. Und wir werden gleich mal zwei Schiffe nehmen, weil das Erkunden am Anfang, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist. Und die schicken wir dann schon ins Devon-Meer. Und wenn wir jetzt auf den Transportbildschirm gehen, sehen wir, für die Marine sind jetzt 6 Kapazität abgestellt. Für den Handel bleibt uns nur noch 3. Transport wird nicht benötigt, deswegen wird es nicht angezeigt. Ja, wir können also jetzt nur noch 3 Güter handeln. Das ist ein cooles Feature und wir gucken uns das gleich nochmal an. Die sind auch verdammt teuer, die Schiffe. Wir sehen es hier. Karacken kosten eine Arbeitskraft, 4-mal Bauholz, 2-mal Gusseisen und 2 Stoff. Also, das ist alles echt heftig, was man sich da abklemmen muss, um diese Sachen, diese teuren Sachen zu bauen. Und das ist erst eines der günstigsten Schiffe. So, gut. Das haben wir auch erklärt. Die ersten Schritte haben wir getan. Jetzt kommen wir zu einem letzten großen Feature, nämlich das Thema Forschung. Forschung ist hier extrem aufgewertet worden in diesem Spiel. Es gibt also einen richtig großen Forschungsbaum und das baut alles teilweise aufeinander aus. Leider kann man sich den Baum nicht anzeigen, dafür ist er hier als Printbeilage in der Anleitung mit dabei. Und das Forschen läuft auch jetzt ein bisschen anders. Man sucht sich das in gewisser Weise aus und es gibt nicht nur, so wie beim letzten Mal, einfach bessere Armeen und bessere Technologien, sondern damit werden auch bestimmte Spielfeatures freigeschaltet für die Diplomatie und so weiter. Das ist alles ganz cool gemacht. Wir gucken mal, was erforschbar ist. Ich werde mal hier bei Sammeln nichts erforschen, weil wir sowieso noch nicht die besseren Straßen haben. Da nützen uns die Stufe 2 Sachen nichts. Ich denke, bei der Armee werden wir tendenziell was machen müssen. Marine ist wichtig für uns, deswegen werde ich das als erstes einloggen. Wichtig ist hier noch die... Ach so, man kann sich natürlich auch anzeigen, was das bringt. Die Holk hier, ein großes Handelsschiff ist damit möglich. Ja. Okay, dann gibt es hier diplomatische Sachen, diplomatisches Geschick. Wir können Botschaften bauen, das ist wichtig, denn erst dann kann man Kaufleute dorthin senden und andere Ingenieure und Baumeister, die dort weiterentwickeln. Und Handelsgesellschaften sind auch wichtig, weil man erst dann Kaufmänner losschicken kann, wenn man Handelsgesellschaften erforscht hat. Insofern müssen wir unbedingt auch hier weitergehen. Ich würde mal sagen, wir machen dann diplomatisches Geschick als nächstes und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir bei der Armee was machen oder Bergbau ist nämlich ganz cool, ist die Voraussetzung für Bergbautechnologie und wir können bessere Befestigungsanlagen haben. Aber ich denke, ich tendiere dazu, auch noch die Handelsgesellschaften zu entwickeln, weil wir dann gleichzeitig Botschaften öffnen kann und Kaufleute lossenden können. Das können wir nämlich, wenn wir die Botschaften haben. Und damit kann man in der neuen Welt auch ordentlich was machen, aber dazu, das erkläre ich mal ein andermal. Was neu ist, man kann hier mehr investieren und dadurch die Zeit reduzieren, bis das erforscht ist. Man muss aber dazu sagen, diese Zeit ist nur ein Anhaltspunkt. Es kann auch schneller oder es kann auch langsamer gehen. Ich lasse das jetzt mal so. Diese Kosten müssen wir pro Runde zahlen. Das ist ziemlich viel. Wir haben im Moment noch gar keine richtigen Einnahmen. Deswegen will ich mich hier nicht übernehmen. So, und als letztes, ich will jetzt in dieser relativ langen Aufnahme unbedingt natürlich jetzt nochmal einen Zug beenden. Als letztes müssen wir natürlich produzieren. Wir werden unbedingt einen weiteren Arbeiter einstellen. Ich bin fast am Überlegen, ob wir direkt 2 nehmen. Ja, oder ist das zu mutig? Ich glaube aber nur dafür brauchen wir. Ja, wir nehmen gleich 2, weil... Ja, das ist absolut... Nee, jetzt... Das ist total richtig, 2 zu nehmen. Weil man immer
Also jeder Arbeiter bringt eine Arbeitskraft und man braucht aber zum Produzieren immer zwei Arbeitskräfte. Ihr seht das hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bauholz herstellen will, da werden gleich zwei abgezogen. Insofern ist das sogar absolut sinnvoll, immer gleich zwei sich zu besorgen. So, okay. Das heißt, wir können eine andere Sache noch machen und Gusseisen haben wir noch ein bisschen mehr. Ich denke, wir werden dann nochmal Stoff herstellen. Okay, und damit haben wir, glaube ich, das alles, hoffe ich doch, im ersten Zug jetzt getan. Ach so, nein, wir können noch handeln. Ja, und da ist die Frage. Fangen wir damit jetzt schon an? Warte mal, da muss ich... Ach nee, wir können ja auch hier reingucken. Hier sehen wir, was wir am Bestand haben. Holz haben wir noch 18. Wolle ist so ein bisschen Mangelware, deswegen werden wir mal hier Bedarf anmelden. 20 Eisenerz ist auch noch verfügbar, das geht alles noch. Machen wir das mal so. Hier wollen wir jetzt weiter nichts machen. Damit können wir diese Runde beenden. So, jetzt haben wir das Übliche. Ein Angebot von Deutschland. Wartet mal, kann man hier nochmal schauen, wer anbietet? Schweiz und Dänemark. Dänemark auch. Mit Dänemark wollen wir ja handeln. Aber stimmt, wir haben ja noch keine Handelsmission. Das ist ja erst eingerichtet in der nächsten Runde. Deswegen kaufen wir das ruhig. Und... Oh doch, wir haben eine Handelsmission. Das ist schon eingerichtet. Sehr gut. Ja, dann kaufen wir nochmal und das lehnen wir ab. So. 200 ausgegeben für zweimal Wolle. Und damit ist der Zug geschafft. 1502. Wir haben eine Handelsmission in den drei Ländern. Und es gibt noch Nachrichten aus aller Welt. Frankreich in Irland. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Die machen alle Missionen in Irland. Das ist ja jetzt wirklich ungewöhnlich. Das wird ein harter Kampf um Irland werden. So, Leute. Das war es also mit dem ersten Zug. Wir sind im Jahr 1504. Am Anfang geht es immer so im Zweijahresrhythmus voran. Ja, und dann bleibt dran. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ich bin gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Wie sich hier unsere Engländer machen werden, schlagen werden. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.